mit einem Trailer das Auto abholen. Und er soll heute ein bisschen aufpassen, dass er sein Flugmodell und sein Auto nicht kaputt macht, weil der Bruder nämlich heute keinen Trailer mit hat. Also der Bohr muss aufpassen, dass er sein Modell nicht kaputt macht. Ich glaube, der kommt dann. Ja, das ist der Wolfgang Hohmann, der sich in der Luft gerne in Ordnung hat, wo ich das Wort abgeschlossen habe. Das ist der. Heute geht alles gut. Ein Nachbau einer Klepp, das 1930er Jahren gefunden wurde, von der Hanna Reitsch zum Beispiel oder von der anderen Hand, ich komme nicht mehr nach, egal. Und auch diese Frau da in Flensburg, die da mit so Dingern handelt, die man überzieht, wenn es regnet, ich weiß nicht, wie die heißen. Und die hat früher auch geflogen, die Use. Beate Use, die hat früher auch geflogen, zum Beispiel so ein 40 war. Und damit hat sie also in Deutschland rumgezogen und später hat sie einen Laden aufgemacht, damit sie Geld verdient. Mit Gummireifen oder irgend sowas. So, die Eilmaschine ist in der Luft, wirklich das zweitgrößte Flugzeug im norddeutschen Raum. Aber es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ihr ein bisschen weit mit zwei Müll einmal reift. Rechts nach oben, das Ding ist weit über 220 Kilo, wirklich 120 Kilo. Deswegen ist es in der Lage, rechts hochzufliegen. Es kommt noch ein ganz großes Flugzeug dazu. Das ist der Oliver Tode aus Westfurt. Oliver Tede ist das. Hat ein Baugeschäft. Kaffelt die ganze Küche oder was sonst noch die Kaffee haben wollen. Und baut ihm ein Haus oder sowas, der hat ein Baugeschäft und wird mit seiner wunderschönen Simone ein motorisiertes Segelflugzeug hinterhergehen. Peter, spannender Flieger, hat einen Elektrostarter drin, startet diesen Motor elektrisch, geht damit in die Luft und diese beiden schönen, langsam großen Flugzeuge hier vorne sehr, sehr weit oben geflogen. Ich habe sie erlebt, wie sie etwas niedriger fliegen. Der macht auch einen guten Spaß. Ich habe dem gehört, das Flugzeug. Der hat es im Keller gebaut. Und musste die Wand aufreißen, um es da rauszukriegen, weil er vorher nicht gewusst hat, wie groß das wird. Hat er wieder zugemauert, weil er Maurer ist, kann er das. Und hat das Flugzeug abgegeben an den Piloten Peter Alloff. Das ist die Firma Puff. Der hat heute einen Elektroniker geflogen. Und der ist von diesen Dingern ganz begeistert. Und wenn die so weiterfliegen, stoßen sie auch noch zusammen. Aber jedenfalls, da fliegt jetzt der Peter Alloff mit dem großen. Wir brauchen den Kanal 67. Der muss jetzt hier mal herkommen. Kanal 67. Also ich muss sagen, so ein Modellflieger, der legt die Hände nicht in den Schoß. Der arbeitet und kämpft, legt die Hände nicht in den Schoß. Und wenn er es mal tut, dann muss es ja nicht sein eigener sein. Und wenn er sich schon in den Schoß legt, dann braucht er die Hände nicht ruhig zu halten. Aber die Modellflieger, die schaffen schon was. Die brauchen solche großen Modelle, sind sie, wenn sie Zeit haben. Und wenn Mutter denn dabei sitzt, streckt den Piloten den kleinen Pullover. Das ist richtig gemütlich. Das Mutter zum Ofen, man baut ein Flugzeug und Mutter baut den Piloten. Das ist super. Hier Peter alles im Überflug, ganz links über der Erde. Ja, langsamer geht's nicht. Dieser Stolz.